Hey, Killers, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Mal wieder auf Cash, sehr schön. Nicht auf Mirage oder das Zweite, so ein Scheiß, dann auf Kursch. Was machen die Tees dahin? Habt ihr das eben gesehen? Die tanzen da rum am Spawn und gehen auf den Container hoch. What the fuck? Schon mal kein gutes Zusammenspiel. Jetzt kommen sie angedackelt? Nee. Was machen die da? Schauen wir mal kurz nach den Stellarinos. 21-3. Mhm. Das könnte möglicherweise jemand sein, der etwas durch außen nachhilft. Vielleicht sind die Tees deswegen auch irgendwie angepisst und bleiben am Spawn stehen. Also sie sind nicht komplett am Spawn und drehen sich, wie in so einer Boosting-Lobby, sondern sie tanzen da wirklich rum und machen irgendwas. Wahrscheinlich wollen sie jetzt ganz obvious da hinten stehen und gucken, ob er sie wirklich direkt wegklatscht, wenn er näher kommt. Mit den Stats kommt es ja doch ziemlich hin. Er hat doch eben schon direkt auf den draufgeamt, auf den einen. Mal gucken, was jetzt daraus gemacht wird. Die CTs bleiben aber auch ganz normal stehen. Beziehungsweise, gut, sie haben schon einen verloren. Mitte kommt. Okay, also ich denke, da ist wahrscheinlich irgendwas im Busch. Also man merkt es einfach am Verhalten der Leute. Das ist irgendwie kein normales Spiel. Die dödeln da gemütlich rum und stellen sich an Ecken, zu den Ecken hin und gucken, ob er eben direkt um die Ecke kommt und sie abklatscht oder eben durch die Wand killt. Ich nehme an, das versuchen sie gerade hier zu zeigen oder zu machen. Für den Overwatchenden. So, er weiß, dass da einer ist. Wie sieht es mit der Mucke aus diesmal? 30% Lautstärke. Jetzt kriegen sie doch langsam, Confidence und gehen doch drauf. Die Tees, weil sie schon zwei Kills gemacht haben. Drei, vier. Sie haben alle anderen gekillt. Den hat er genutzt. Er müsste längst hinter sich hören, dass sie kommen. Jetzt wird er gefistet. Also das kann er doch jetzt nicht. Das kann er doch jetzt keinem erzählen. Das war jetzt aber auch bescheuert. Der Kerl steht vor ihm und lädt nach. Also. Na gut, also er spielt auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall entweder taub, weil er hat die hinter sich überhaupt nicht gehört. Er hat möglicherweise so ein bisschen was, also wenn überhaupt, ich weiß nicht, ein bisschen was in Richtung, Warlock halt, aber was, war das gerade eben arg schlimm, was er gemacht hat? Gut, die Shots haben schon irgendwie gesessen, aber auch nicht richtig, also er hat halt draufgeflickt und hat sie dann genutzt. Aber jetzt so Aimbot-mäßig alles in die Rübe oder so ist jetzt auch eher nicht der Fall. Er hat auch nur eine Headshot-Quote von 25%. Also das, natürlich kann sowas ja auch einfach auf den Körper eingestellt sein. Das kann man ja einstellen, wie man möchte. Naja, wir gucken mal. Also, ich habe irgendwie mit mehr gerechnet. Also mit so einem ultra krassen Hardcore und dann sind alle down. Bei dem Verhalten der Gegner und vor allem bei seinem eigenen. Die Mates gehen vor und natzen halt voll rein. Es könnte auch natürlich einfach ein riesen Smurf sein. Lasst gleich nochmal gucken. Ich hoffe, dass nochmal eine Situation kommt, wo er einen Gegner hat. Mann, was ist denn das für... Könnte ein Demo-Fehler sein, dieses Gezuckel. Es könnte aber auch sein Wallhack sein, der eigentlich der Aim-Unterstützung ist, mit der er einfach kurz auf den Gegner drauf aimt, um zu wissen, in welche Richtung er ist. Das sah eben wirklich hairy aus, wie er da rumgewackelt hat. Und das war ein paar Mal. Demo-Fehler geht eigentlich, also ich meine, sowas kann ein Demo-Fehler sein, aber dann nicht irgendwie dreimal hintereinander. Was macht er denn jetzt, der Dödel? So, komm. Achtet mal genau auf seine Art und Weise, wie er sie umschaut. Seht ihr das? Wie er ein bisschen lockt immer? Dieses Hin- und Her-Zappeln, das sieht... Und dann versucht er einfach dagegen zu zappeln, damit man es nicht so merkt. So von wegen, oh nein, was ist hier los? Also ich meine, dass da eine Aim-Unterstützung am Start ist. Man merkt, also eben hat man es gemerkt, auch wenn er einfach nur am Laufen ist, dann drückt er die Taste, um so ein bisschen da hinzukommen zu den Feinden. Was machen die? Sind die bescheuert? So, Squeaky kommt jetzt gleich einer. Der andere ist noch vor Main. Er rennt halt dahin, wo niemand ist. Das ist echt bescheuert. Also ich weiche da schon wieder vom Vision Assist ab und bin jetzt dann doch eher bei einer Aim-Unterstützung. Passt mal auf, ob man es jetzt nochmal sieht. Nee. Bei den Shots merkt man das nicht, also vor allem bei dem, das war ja wohl Lulli-mäßig. Aber gut, der muss es ja auch nicht jedes Mal benutzen, wo ist meine Maus, hier ist er. Ich glaube, muss sie hier im Bild lassen, dass ich da möglicherweise umschalten kann. Warte mal, vielleicht sieht man es, wenn ich langsam mache. Eben hat er ihn voll zentriert gehabt, ihn da am Ding, ne? Und er kann nie im Leben wissen, dass da einer steht, er hat ihn voll zentriert gehabt. Naja, also ich denke, ich glaube, er hilft danach, beziehungsweise ich bin mir fast sicher, dass er da aim-technisch nachhilft. Es zuckelt so arg. Manche Sachen zuckeln so komisch hin und her. Aber auch wenn er auf den Boden guckt, zuckelt das so rum.
Und er guckt dann dahin, wo niemand steht. Ich raff das nicht. Er hat die Bombe, okay. Sie müssen auf ihn zukommen. Einer kommt jetzt gleich Mitte. Und ja, die Musik ist jetzt gerade sehr, sehr leise. Man kann sie jetzt nicht hören. Jetzt wird sie lauter. Nein. Nein, jetzt ist sie wieder leise. Das sind einfach, das ist eine Ansammlung von Tracks. Und das sind manche einfach leiser als andere. Und die Zwischenteile, sie faden aus und faden ein. Also, jetzt. Ja, okay. Das sind jetzt 30%. Lautstärke, die ich einfach im Player angeschaltet habe. Ah, ich bin mir unsicher. Ich bin mir einfach, er wird irgendwas haben. Er dödelt da so rum, hat so, so ultra viele Punkte. Ich meine, sowas ist auch schon vorgekommen, dass es halt wirklich einfach ein Hardcore-Smurf ist. Also meinetwegen ein Global-Smurf auf Goldniveau oder so. Dann kann so ein Scoreboard easy entstehen. Das ist kein Problem. Aber es ist so viele Demo-Fehler und er wackelt so komisch rum. Und er vermutet die ja auch ganz richtig da hinten. Geht aber zurück. Was ist jetzt auch ein ewig langes Overwatch, ne? Also das ist, weil sie die Runden komplett ausspielen. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, dass er weiß, wo er ist. Irgendwie meine ich, dass er weiß, wo er ist. Aber ich bin da doch zu unsicher. Wenn das jetzt vorbei wäre, könnte ich nicht wirklich was drücken, weil ich dann doch einfach zu unsicher bin, ob es jetzt ein Vision Assist oder ein Aim Assist ist. Ob es überhaupt was von eins von beiden ist. Aber er, also dafür, dass er halt angeblich ein Global ist, so ein ultra krasser Boy, ist es auch irgendwie merkwürdig, wie er vor sich hin aimt. Sein Crosshair Placement ist komisch, sein Movement ist merkwürdig. Dieses Rumgewackel und Rumgegucke auf den Boden. Den konnte man hören, dass er halt angerannt kommt. Und dann solche Schüsse. Erzähl mir keinen Schmarrn. Wie ist er bitte schon auf 28-7 gekommen? Mit so einem Aiming. Mit so einem Movement und sowas. Das kann doch nicht wahr sein. Aha, Bunnyhop. Ich hab's erkannt. Erzählt mir nichts. Ich hab Bunnyhop erkannt. Other External Assistant wird eingeschaltet. Gerade eben, wie er dem auch so... Also, es ist wirklich... Other bekommt er auf jeden Fall, wofür es übrigens dann auch natürlich einen kompletten Bann gibt. Also das heißt, wir haben ihn eigentlich am Sack. Aber das kann es nicht gewesen sein, weil diese Stelle haben die Gegner nicht gesehen. Da kann jetzt kein Gegner gesagt haben, den reporte ich mal wegen Bunnyhop. Da habt ihr es gesehen, wie er manchmal auf sie drauf, hoppala, voll auf dem Bildschirm gekloppt, wie er auf sie drauf lockt durch die Wand und dann wieder gar nicht. Und sein Crosshair zuckelt so sehr rum. Und mal hat er überhaupt kein Aim und dann hat er wieder Aim, aber auch nicht stark, aber trotzdem ist er dann einfach drauf. Also ich werde ihm Other External Assistance drücken und des Weiteren noch ein Aim Assist. Für diese Wackelei werde ich ihm jetzt doch noch ein Aim Assist drücken. Dem Kackvogel, so. Damit soll er gerade mal schön gebannert werden. Verstehst mich? Wie gesagt, dieser Ding, wir hätten ihn jetzt eh auch zum Bann gebracht, dieser Major Disruptions Ding. Aber, ja, Aim Assist ist halt nochmal zusätzlich oben drauf. Soll ich es machen? Ja, doch, ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir sicher. Dieses Rumgewackeln, Rumgezappeln, dann ist er mal voll drauf und dann aimt er die an. Ich bin mir auch nicht sicher. Er hat auf jeden Fall eins von beiden gehabt, weil er wusste auch, dass der eine Kerl da hinter diesem Truck steht. Das hat er nie im Leben wissen können. Da würde dann doch eher Vision Assist passen, aber dieses Rumgewackel würde dann doch darauf hindeuten, dass er eben immer wieder auf die Taste drückt, um dann sich dahin zu locken, wo der Feind ist. Ich lasse jetzt Other External Assistance, denn jeder Overwatcher wird diesen Bunnyhop sehen, dieses Jumping Script und ihm das auch drücken und dann hat er eh den Bann kassiert, also dann ist er weg. Aber hier bin ich mir zu unsicher. Und man soll nichts drücken, wenn man sich nicht wirklich sicher ist. Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut zum nächsten Mal. Tschüss.